Swiggity Swagbass fragt Pietsmeet. Gab es mal einen Moment, in dem euch negative Bewertungen oder Hate auch über die Arbeitszeit hinaus belastet hat? Wenn ein Video mal richtig floppt oder so Geschichten, belastet es einen natürlich über die Arbeitszeit hinaus. Genauso im Umkehrschluss, wenn ein Video richtig gut ankommt, dann freut man sich auch abends noch. Also klar, aber ich meine, wir hatten nicht schon mal Sachen von der Arbeit mit nach Hause genommen. Ja, selbstverständlich. Also, was heißt über Arbeitszeit hinaus? Ist ja nicht so, dass du irgendwie sagst, weiß ich, wann sind wir fertig und jetzt denkt man da nicht drüber nach. Klar, also hin und wieder schon gibt's Rent-A-Ride, wo man sich denkt, was soll der Scheiß? Nicht wirklich. Nee. Also klar ist scheiße. Aber ich hatte jetzt kein Mal irgendwie so die Sache, so, oh nein, ich kann mir jetzt diese Kommentare nicht mehr durchlesen, weil da zu viel Hate oder sowas drin ist. Das verflüchtigt sich auch bei mir spätestens nach einer Folge. Also, das ist total, das ist immer, wenn dann folgenabhängig, hey Jay, nervt diesmal, bla 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 bla, und dann ist mir das auch, ne? Ja, gibt es immer wieder. Aber seltener, würde ich sagen. Kommt halt so ein bisschen drauf an. Einerseits will man sich natürlich komplett blocken, theoretisch, aber andererseits will man nicht quasi alles direkt als Schwachsinn abtun, wenn ihr versteht, was ich meine. So, das heißt, gerade die negative Bewertung, die halt recht hat, die belastet einen vielleicht über die Arbeitszeit hinaus, weil man halt darüber nachdenkt, so, hey, wie kann ich das besser machen und das halt verbessern möchte. So. Oder aber das krasse Gegenteil, eine Art von Hate, der so weit weg von der Realität ist, dass es mich ärgert, dass jemand überhaupt sowas denken kann. So, vor allen Dingen, wenn es in die Richtung geht, uns zu unterstellen, dass uns eh alles egal ist und wir auf Zuschauer scheißen und sowas, das stört mich dann immer ganz besonders, weil ich denke, wir machen das jetzt so lange. Wie können die Leute das denken, dass uns alles egal ist? Das ist dann immer so. Entweder, also kann man fast so sagen, eher wenn es halt wahr ist oder wenn es so weit weg von der Realität ist, dass es persönlich beleidigend ist für mich. Und sowas beleidigt mich eher als, keine Ahnung, fetter Hurensohn. Gab es, ja. Früher gab es auch eine Zeit, wo ich das recht nah an mich rangelassen habe. Man hat halt immer mal irgendeine Folge oder einen Tag oder ein paar Tage, wo einfach nicht so läuft bei einem oder wo in den Videos man selber Quatsch gemacht hat, man falsch verstanden wird oder einfach grundlos irgendwie gebasht wird. Und das zieht sich manchmal sogar über Tage hinweg. Und das gab es früher mal und das habe ich dann auch mal an mich näher rangelassen, habe aber schnell gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Und das Gute ist, dass halt viele andere Leute dagegen halten. Und das ist die Mehrheit und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen und auch von euch, dass man dagegen einfach hält. Wenn dann da grundloser Hate ist oder auch einfach Bullshit bei ist, einfach auch mal einen Gegenkommentar ballern. Das hilft. Das hilft einem selber. Das hilft vielleicht auch gegen die zu arbeiten. Manche Leute haben da ja einfach extrem Spaß dran. Beziehungsweise sind auch nur noch da, um Hate zu verteilen. Weil sie halt geärgert sind, dass, keine Ahnung, Hardy immer noch gegangen ist und deshalb uns jedes Video disliken und negativ kommentieren. Ich weiß es nicht. Da steckt viel dahinter, aber so ganz blickt man da halt auch nicht und da muss man halt sein Ding machen. Man muss halt da so ein bisschen, so ein bisschen auch hinter sich stehen, zu dem stehen, was man macht, aber auch immer selbst reflektieren. Ich habe auch durch Kritik auch viel gelernt, viel angenommen, viel geändert. Also das ist halt auch ganz wichtig, aber ja. Also ich würde sagen, früher eher wie heute. Heute ist es eigentlich, heute sehe ich da eigentlich, wenn dann nur Kritik, an der ich wachsen kann, beziehungsweise Hate, den ich blocken kann.